You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, ihr seid mit den Anfangsclips ein bisschen aufgeregt und aufgewärmt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Tagen COD Black Ops 4 gesuchtet wie nichts Gutes und habe unglaublich Spaß daran aktuell. Vieles in den letzten Wochen, darauf werden wir heute eingehen, ist besser gemacht worden, aber es ist eh ein wichtiges Thema, was wir heute ansprechen werden, und zwar, was ist die Zukunft von COD, von Black Ops 4 vor allen Dingen, was kommt hier noch, auf was steuert das Ganze hinaus, und ich habe sehr, sehr wichtige Infos für euch. Es geht um neue Spezialisten, die kommen, 2 Stück, die wir auf jeden Fall kriegen. Dazu geht es darum, warum Black Ops 4 aktuell einen richtigen Weg nimmt, aber trotzdem immer noch Kritik da sein muss. Das Ganze wird euch versüßt mit einem wunderbaren 70-Kill-Gameplay in TDM ganz alleine mit der wunderbaren Schwertfisch, eine der stärksten Waffen mittlerweile. Und danach seht ihr noch etwas Schönes mit der Spitfire, weil mir immer nachgesagt wird, damit kann man nicht mehr spielen. Das Thema von heute soll aber sein, was ist aktuell los mit Call of Duty? Das letzte Wochenende, ihr habt das alle mitbekommen, war absolut ein spannendes Wochenende. Jeder konnte alle DLC-Maps spielen, egal ob er einen Black Ops Pass hatte oder nicht. Die Connection war super, weil endlich nicht mehr getrennte Server für jeweils die getrennten Spielmodi und Maps da waren, sondern jeder konnte auf den gleichen Servern spielen. Es gab absolut entspannte Lobbys, weil natürlich, wenn viel mehr Leute spielen, es gibt immer mehr schlechte Spieler als gute Spieler. Und wenn mehr Leute auf einem Fleck sind, dann findet man einfach öfter auch mal nicht so gute Spieler. Das ist schon mal wirklich ein absolut geniales Wochenende gewesen zum Zocken. Dazu haben wir Double XP bekommen, Double Tiers im Blackout, der Fortschritt im Schwarzmarkt wurde verdoppelt und bei Zombies wurde auch alles verdoppelt. Sie haben also dieses Wochenende richtig die Werbetrommel gerieben, so dass die Leute wirklich Black Ops spielen. Das sieht auch vor allen Dingen bei den Sponsoren gut aus. Activision, für die, die es nicht wissen, Activision und die ganzen Entwicklerstudios müssen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr eine Konferenz halten, eine öffentliche. Der kann man zwar nicht beiwohnen, man kann aber die gesamte Konferenz im Nachhinein sehen, da wird auch nichts rausgeschnitten. Und da sprechen die Sponsoren mit Activision und einigen anderen Leuten darüber, mit den Game-Entwicklern, wie performt das Spiel, was ist der nächste Plan für die nächsten CODs. Da kriegt man auch immer mal Infos über jetzt zum Beispiel MW4. Und da haben wir jetzt ganz klar die Info bekommen, es gibt keine Spezialisten, es gibt keinen Battle Royale-Modus, es gibt einen Koop-Modus, das freut bestimmt einige. Es gibt eine Kampagne in MWR2, es gibt einige Waffen in MW4, die wir aus MW2 Plus Maps kennen und. Das heißt, schon mal gute Infos, und da das Ganze auf dieser Konferenz geteilt wurde, können wir davon ausgehen, dass es in diese Richtung gehen wird. Worauf wir jetzt aber warten müssen, ist, dass Blackout kostenlos wird. Und ich sage euch, warum das demnächst passieren wird.
Ihr seht an den Updates und an dem, was der Multiplayer bekommt, was die Zombie-Spieler bekommen, ganz klar, dass der Fokus auf Blackout liegt. In Blackout, wenn ihr euch überlegt, was wir da bekommen haben, wir haben da neue Stücke in der Karte bekommen, wir haben da neue Waffen bekommen, neue Outfits, ihr könnt mit den Pain Cans Dark Matter erspielen. All diese Sachen, es gibt neue Blackout-Charaktere, die sind alle frei. Nichts davon muss man kaufen. Einiges bekommt man nur über den Schwarzmarkt, über den Season Pass sozusagen, oder Battle Pass nenne ich es jetzt eher. Season Pass ist ja eigentlich was anderes. Aber auch das, was ihr im Schwarzmarkt bis Level 100 erspielt, ist ja frei. Ihr müsst nichts dafür zahlen. Ganz anders natürlich das, was wir bei Zombies haben, beziehungsweise beim Multiplayer. Bei Multiplayer müsst ihr im Prinzip die Waffenvarianten bezahlen, die Waffencamos bezahlen, die Bundle-Pakete, wenn sie kommen. All diese Sachen muss man bezahlen. Das Ganze ist ein System, was absolut nicht gut funktioniert. Deswegen hat auf dieser Konferenz auch Activision gesagt, dass sie ein Problem haben, weil eben der Umsatz in Black Ops 4 viel geringer ist als geplant. Jetzt einige von euch, das ist ja auch deswegen wichtig, dass wir sowas immer mal besprechen. Activision guckt sich natürlich mit all den Mitarbeitern bzw. Treyarch, je nachdem wer gerade verantwortlich ist, Videos an von größeren YouTubern vorrangig. Ob das jetzt Haptic ist oder Drifter aus den USA oder Nero's Cinema oder. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass man diese Plattform YouTube auch mit euren Kommentaren immer nehmen kann, um den Entwicklern irgendwie da ein bisschen zur Seite zu stehen und zu helfen. Denn am Ende ist das, was wir wollen, ein gutes Black Ops 4. Ein gutes Black Ops 4 bzw. ein gutes COD jedes Jahr, wenn wir es bekommen. Und eins ist auf dieser Konferenz eben klar geworden, und zwar die Umsatzeinbußen, die Activision jetzt gemacht hat dieses Jahr, sind enorm. Deshalb versuchen sie jetzt noch so schnell wie möglich alles rauszupushen. Man sieht aber ganz klar, Black Ops 4 ist darauf ausgelegt, dass alle Spieler aus dem Zombie-Modus und aus dem Multiplayer-Modus nach Ende dieses Zyklus von einem Jahr zu MW4 wechseln und der Blackout-Modus wird dann umsonst sein. Blackout wird umsonst sein, das hat einen ganz einfachen Grund im Prinzip. Man möchte natürlich, dass die Leute dann, wenn sie eigentlich als Multiplayer- oder Zombie-Spieler zu MW4 wechseln, weiterhin einen Grund haben, den Battle Royale Modus, den einzigen, den man hat in Konkurrenz zu Apex Legends und Fortnite und PUBG und H1Z1. Das ist im Prinzip das einzige, was man so als Konkurrenzprodukt hat und das möchte man natürlich dann weiter pushen und das geht am besten, wenn man es umsonst macht. Daran sieht man aber auch, dass eben die gesamte Konzentration aktuell und in den letzten Wochen und Monaten auch an den Updates ganz klar nicht mehr auf dem Multiplayer liegt und auch nicht im Zombie-Modus, sondern auf dem Blackout-Modus. Das heißt, das ist ein Geschäftsmodell, damit müssen wir uns natürlich anfreunden. Wir können nicht viel dagegen machen, wir können nicht wenig dagegen machen. Wir müssen damit leben, aber solche Wochenenden, wie wir sie jetzt hatten, mit besseren Verbindungen, mit einigen Sachen, die endlich gemacht worden sind. Man kann zum Beispiel, wenn man in ein Spiel nachjoint, vorher endlich seine Klasse ändern. Das ging 6 Monate nicht. Das sind natürlich Sachen, die sind absolut nicht zu verzeihen. Und ich will gar nicht anfangen mit den Sachen, die nach wie vor fehlen und die nach wie vor falsch laufen. Ich mach's aber nur einmal ganz kurz, ohne groß drauf einzugehen. Kein Hater, kein EMP-Kern, immer noch schlechtes Balancing von einigen Waffen, schlechtes Balancing von einigen Spezialisten, beziehungsweise eigentlich von allen. Immer noch fehlende Streaks, die wir nicht bekommen haben, keine Leaderboards. Immer noch das Problem, dass Leute bei Level 999 stecken bleiben und nicht auf Level 1000 kommen, wegen einem Glitch, der nach wie vor nicht behoben ist. Immer noch Sachen wie Akustiksensor, die in der gesamten Community verpönt sind und trotzdem noch nicht gefixt worden sind und und. Also, es gibt, obwohl wir 6 Monate im Spiel schon drin sind, immer noch mehr als genug, was man eigentlich fixen kann, aber es geht insgesamt absolut in die richtige Richtung aktuell. Und deshalb habe ich definitiv Hoffnung dafür, dass es auch in den nächsten Monaten bis MW4 final da ist, besser wird. Was wir jetzt auf jeden Fall bekommen werden. Aktuell läuft die Season noch circa 40 Tage. Wir haben ja immer verschiedene Operationen. Jetzt Operation Grand Taste ist die dritte. Wir werden jetzt, wenn die nur noch 35 Tage geht, da haben wir nämlich das erste Mal im ersten Season oder in der ersten Season und auch in der zweiten Season nach genau der Hälfte, nach 35 Tagen übrig, etwas Neues bekommen und zwar eine Art Contraband-Stream. Das heißt, wir kriegen im Schwarzmarkt wieder neue Sachen, eine neue Aufträge sozusagen. Ich weiß noch nicht, ob umsonst oder nicht, aber ich gehe davon aus. Das wird demnächst kommen. Das heißt, nächste Woche müsste dann sogar Dienstag sein. Das passt sogar mit dem Termin dann. Da kriegen wir dann auf jeden Fall
das lang ersehnte, ich sag mal, kostenfreie Event, wo wir vielleicht noch einen neuen Charakter dazu bekommen oder eine neue Waffenvariante, nur zum Freispielen, so wie wir es bisher kennen, und nicht zum Bezahlen. Dazu kommt noch was Wichtiges, und zwar sind zwei neue, mehr oder weniger neue Spezialisten geleakt worden. Der erste Spezialist ist der Reaper, den kennen wir alle aus Black Ops 3. Und der Ripper, den kennen wir auch aus Black Ops 3. Beide Charaktere werden zurückkehren. Der Reaper zuallererst, und der ist ja schon im Blackout-Modus für Season Pass-Besitzer spielbar. Den werden wir im Multiplayer bekommen. Es ist noch nicht klar, welche Spezialfähigkeiten er hat und ob die sich jetzt groß vom Multiplayer in Black Ops 3 verändern. Den werden wir mit der neuen Operation in 38 Tagen bekommen. Wie die Operation heißt, ist bisher noch unklar. Den Ripper dazu werden wir in der Operation darauf bekommen. Was für Spezialfähigkeiten der dann hat, ist auch nach wie vor nicht absehbar. Aber auch da kommen noch weitere Infos dazu. Dazu kommt die Info, die ist vielleicht für einige MW4-Spieler oder ich sage mal Leute, die sich genauso drauf freuen wie ich, wichtig. Wir werden den allerersten MW4-Trailer nächste Woche bekommen, und zwar nächste Woche Freitag. Ob das ein Gameplay-Trailer ist, ob das Ingame-Footage ist, ob das nur ein Teaser ist, das ist nach wie vor, ich sag mal, unbekannt. Aber Tony Flame, das ist der Hauptverantwortliche für die Multiplayer in Black Ops 4, hat vorgestern einen kurzen Tweet damit gehabt mit einem Link, den auch einige anklicken konnten, und der war dann weg. Ich vermute mal, dass es aus Versehen war, vielleicht war es auch nur ein bisschen Werbung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ziemlich cool, dass wir, ich sag mal, 5 Monate vor Release vom neuen Modern Warfare Teil schon, ich sag mal, Ingame-Sachen bekommen oder zumindest irgendein Teaser, dass wir irgendwie was damit anfangen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es am Ende aussieht, und freue mich sehr drauf. Das sind im Prinzip die wichtigsten Infos, das heißt, diese Konferenz hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass Activision jetzt noch ein bisschen was rauspushen muss, weil die Zahlen aktuell einfach nicht so gut sind. Das heißt, solche Wochenenden, wie wir gerade hatten, darauf können wir uns freuen, werden wir in Zukunft höchstwahrscheinlich noch öfter bekommen. Ich wünsche euch allen einen super schönen Tag, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wer es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus, haut rein.